So, und damit recht herzlich willkommen zur nächsten Folge hier in der Story-Kampagne bei Rise of Venice. So, dann gucken wir gleich mal, dass wir überall noch mal ein bisschen Ware einkaufen. Alles, was wir irgendwo noch mal hier brauchen könnten. Kommen wir noch mal nach Athen. Bis jetzt sind die Piraten auf jeden Fall wieder relativ ruhig, wie mir scheint. So, und gucken wir mal. Fleisch nehmen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mit. Ein bisschen was an Tüchern. So, und Wein nehmen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mit. Wobei wir da natürlich auch wieder von unseren eigenen Waren ordentlich was abladen können. Guck mal gleich mal. Ja, da haben wir schon wieder 132 Stück. So, und dann gucken wir erstmal. Gehen wir erstmal gleich nach Akon und gucken, ob das vielleicht zum Ruf sogar schon reicht. Ihr könnt meiner Familie einen Dienst erweisen. So, unsere Provinzen können niemals stark genug sein. Meine Familie würde sich daher sehr darüber freuen, wenn ihr eure Anstrengungen ausweiten könntet und in einer weiteren venezianischen Stadt ein Konto errichten würdet. Hm, naja. Jetzt nicht so in meinem Interesse eigentlich gerade. Mal bei den meisten venezianischen Städten, glaube ich, jetzt nicht so unmittelbar die mega krassen Waren kriegen werden. Unbedingt mal rauskriegen. Konkurrenz. Ah, hier kann man nämlich sehen, welches Logo unsere Mitspieler haben. Rimani. Vignier. Und Thron. Hm. Ironischerweise werden hier nur drei weitere aufgeführt, ne? Mittleres Ansehen im Rat. Hm. Rimani und Thron. Tja, leider sind die, die wir bräuchten, gar nicht mit vertreten irgendwie, ne? Natürlich ärgerlich. Wir könnten natürlich mal eins machen, wir könnten versuchen, irgendeine Aktion in der Taverne mal gegen die Familie zu machen. In der Hoffnung, dass wir auffliegen, ne? Ironischerweise, wie das klingen mag. So, dann gucken wir mal, ob wir unseren Ruf hoch genug bekommen. Oh, dürfte aber schon reichen, denke ich. Ja, reicht schon. Guten Tag. So, dann wollen wir mal ein Konto bauen, ne? Haben wir bei der Familie auch gleich nochmal Ruf bekommen. Und haben ein Schatzkartenstück wieder bekommen. Einwandfrei.
So, dann haben wir uns hier nämlich auch nochmal niedergelassen. Können hier dann, wie gesagt, zur Not auch nochmal Waren produzieren. Wir haben nämlich, wie gesagt, gleich mal gucken, dass wir hier in die Gewürzproduktion einsteigen. So, dann gucken wir mal. Hier brauchen wir 100% Produktion. Dann schauen wir mal. Da brauchen wir Salz, um das herzustellen. Ach du Gott. Aha. Müssen wir eine Kirche bauen, okay. Brauchen wir. Das ist natürlich auch interessant, das wusste ich auch noch nicht, dass wir dafür Salz brauchen. Dann wissen wir das aber auf jeden Fall schon mal. Aber zumindest Baumwolle könnte man rein theoretisch direkt herstellen. Honig vielleicht auch. So, dann müssen wir natürlich erstmal warten, bis das hier fertig wird. So, dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis die Kirche fertig wird. Naja, gut, ich meine, in der Zeit können wir rein theoretisch schon mal was anderes machen. Gucken wir mal, ob sich hier nochmal irgendwas erledigt. Wir sind wieder 1% runtergesackt im Ruf, ne? Ihr könnt meiner Familie einen Dienst erweisen. Oh, das ist das in dem Kontor wieder. Kann meine Familie so euch beauftragen? Was könnten wir hier machen? Hm. Eine 20-tägige Blockade von Syrakus. Ja, das Problem ist natürlich, alles, was dann da kommt, wird uns angreifen. Tomaro Morosini. Wir gucken mal, ob wir den ein bisschen diffamieren können. Hat sich etwa jemand unsittlich verhalten? Ihr kennt Dieb. Jemanden, der zu viele Waren lagert? Ah, wir können bloß unsere drei Konkurrenten damit, ne? Franco Vignier. Vignier, Grimani und Tron. Müssen wir mal gucken, wie die uns gestimmt sind. Grimani 69, 86 bei Vignier und Tron 63. Ja, am meisten können wir es uns natürlich eigentlich leisten bei Vignier, ne? Oder wir nehmen Tron. Grimani oder Tron, da müssen wir mal kurz gucken, wie stark die sind. Grimani oder Tron. Am stärksten wäre natürlich Grimani von den beiden. Ich glaube, wir werden mal Tron einen Besuch abstatten. Hat sich etwa jemand unsitt? So, dann gucken wir mal. Stellt euch vor, die Lagerbestände eines eures Konkurrenten verschwinden auf wundersame Weise. Sagt mir einfach, welchen Konkurrenten es treffen soll und in welcher Stadt das Lager leergeräumt werden soll. Wie gründlich soll ich meinen Männern vorgehen? Je mehr wir das Lager leerräumen sollen, desto größer ist auch mein Risiko. Machen wir mal, ne? Alter. Ich hätte erstmal schön die prügelt im Hintergrund. So, wir versuchen es einfach mal.
abgemacht. Ich mache mich gleich auf den Weg. Die gestohlenen Waren werden irgendwann auf dem Schwarzmarkt landen. Okay. Bin ich mal gespannt. So, währenddessen werden wir erstmal nochmal hier eine kleine Runde drehen. Ist natürlich auch ein Witz, ne? Wir bezahlen den, dass er die Waren klaut. Die landen dann auf dem Schwarzmarkt und da müssen wir die Waren theoretisch wieder zurückkaufen. Haben wir also eigentlich zweimal bezahlt. Haben wir also eigentlich sogar zweimal bezahlt für die ganze Aktion. So, dann gucken wir mal. Zitrusfrüchte. Nicht wirklich. Hanf nicht wirklich. Gewürze nicht wirklich. Hm. Nichts, was wir hier gerade einkaufen könnten. Ist ein bisschen abartig gerade. Hoffen wir mal, dass jetzt die nächsten Tage die Kirsche mal fertig wird. Das wäre schon mal nicht so schlecht. So, gucken wir gleich mal. Naja, zumindest kriegen wir hier mal wieder ein paar Gewürze. Ja. Läuft trotz alledem gar nicht mal schlecht. Wir machen ordentlich Gewinne. Drehen wir noch mal eine Runde hier nach Famagusta. Hm. Das ist aber auch ironisch, ne? Wir bauen eine christliche Kirche in einem arabischen Gebiet hier. Hätte man so, glaube ich, auch nicht erwartet. Kann meine Familie euch beauftragen? Das ist immer noch die Blockademission. So, gucken wir mal. Können wir hier gleich wieder ein paar Sachen mitnehmen? Das ist das Gute, dass wir hier in Famagusta auch Brot und Stoff bekommen. Brauchen wir nicht extra so weit bis nach Athen oder so segeln, um da die Waren zu holen. Getreide kriegen wir hier sogar auch nochmal. Und dann auf nach Akkon. So, wir können mal gucken. Hier haben wir wieder ein Kartenstück bekommen. Ne? Was uns leider wieder nicht wirklich weiterhilft. Hm. Das ist halt echt schwierig, es kann halt wirklich überall sein. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich erst noch ein paar Teile mehr. Oder wie gesagt, wir müssen auf gut Glück hier hinten mal schauen. Es fehlt halt das Mittelstück irgendwie, glaube ich, ne? Oder wartet mal. Ah, die Teile waren verkehrt rum.
So wird er ein Schuh draus. Hm. Problem an der Sache ist, so wirklich viel schlauer sind wir dadurch auch nicht, ne? So dolle viel gebracht hat uns das jetzt auch nicht. Der Dieb wurde bei seiner oder mit seiner Bande auf frischer Tat ertappt. Er hat gestanden, von dir beauftragt worden zu sein. Du hast bei allen Ratsfamilien 5% Ruf verloren. Das ist gar nicht mal schlecht. Jetzt müssen wir noch mal 1% Ruf dazu bekommen. Dann hätten wir theoretisch bei der Ratsfamilie die 75% Ruf fertig, ne? Hier müssen wir erst wieder auf 100% kommen. So, ja gut. Mal hier nämlich schon mal ein Spital bauen. Und nochmal eine Schule. Wunderbar. So, leider ist die Kirche immer noch nicht fertig, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Nee, hat leider immer noch nicht gereicht. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Ich könnte theoretisch mal gucken, ob eine Bestechung reicht. So, wir haben die 75% auf jeden Fall. Tja, die Frage ist, was ist verkehrt? Ne? Wir sind bei 75%, aber wir kriegen keine Missionen. Das ist echt merkwürdig. Wir haben halt alle Voraussetzungen eigentlich erfüllt, ne? Aber die Mission wird nicht getriggert. Kommt ihr zum Gebet? Padre nostro, che sei nei cieli. Das ist halt echt merkwürdig. Könnt ihr meiner Familie helfen? Der ist genau der Richtige für diese Aufgabe. Wir möchten, dass er einen Konvoi des Piraten Manuel Di Marino aufspürt und vernichtet. Machen wir mal. Östlich von Palermo. Tja, aber es ist echt merkwürdig. Echt merkwürdig. Irgendwas müssen wir wahrscheinlich noch triggern. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Hm. Seid echt kurios. Das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen im Auge behalten, woran das liegt. So, dann sehen wir mal erstmal zurück nach Candia. So, meine Freunde, auf dem Weg Richtung Palermo zum Piraten machen wir mal eine kleine Folgenpause. Wir werden mal gucken, dass wir den Konvoi, den wir da angreifen müssen, eventuell mal kapern. Denn, wie gesagt, wir brauchen ja tatsächlich doch wieder ein bisschen Laderaum, ne? Je nachdem, wie groß die Schiffe sind, die uns da erwarten. Dürften wir da vielleicht den benötigten Laderaum schon wieder fertig bekommen.
gerne wieder fleißig kommentieren und bewerten. Und dann sehen wir uns schon sehr bald in der nächsten Folge hier bei Rise of Venice. Bis dahin, immer eine Handbreit Wasser unterm Kinn und ciao, ciao.